Ja, ich wollte deine. Aufschlag minus 3 Tore. Hat die Möglichkeit genutzt, sich zwei Vereine zu suchen. Soweit ich weiß, spielt er Jugendmannschaftswettbewerbe für den TSV Kornburg bei Nürnberg. In der Erwachsenenklasse DJK Sport aus Nürnberg. Und da ist er auch schon mal Ersatzmann in der Herren. Bayernliga hieß die Dame früher. Neuer Name unbekannt. Unglaublich viel Tischtennis-Erfahrung hier am Coach-Sessel. Jürgen Fietz, wer den in Franken nicht kennt, hat auch das Tischtennis-Leben verpennt. Und da gibt es eine Auszeit. Für uns die ganz kurze Gelegenheit, einen Rundumschwenk zu machen, was sonst noch läuft, da sind die Schüler dran, also um 15. Da werden wir später noch mal übergehen. Da haben wir schon gefilmt. Itagaki. Beim Aufschlag. Aus der Itagaki-Familie von TSV Königshof, Papa Bundesliga-Trainer. Tochter, das deutsche Nachwuchstalent überhaupt. Naja, da bestätigt sich die Auffassung von Dinos Vater, der gesagt hat, natürlich mit Matze Damser wäre das Ganze etwas einfacher gewesen, der hat aber abgesagt. Aber ich glaube, wenn der so weiterspielt, dann kann er mit dem durchaus auch was reißen, der Linus. Und das sollte er versuchen. Warum sage ich was? Lässt er einen liegen, der Paul Hoffmann? Aber der Linus macht natürlich auch Fehler, ganz klar. Ja, der Elfte ist immer der Schwerste. Und wenn es der Matchball ist, dann ist er dreimal schwer. Wenn dann halt so, wenn es nicht anders geht, dann muss man einfach mal auf gute Platzierung setzen. Laut chinesischer Tischtennisphilosophie ohnehin der Ball, den jeder Spieler anstreben muss, weil es einfach der ist, den keiner returnieren kann. Also, 11-8, nichts anbrennen lassen. 3-0 für Linus Dreikorn.
und Partner Paul Hoffmann.